Kapitel 7. Verbrecher. Du bist wahr. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Was? Nein. Amicia. Geralt auf Wish bestellt ist wieder da. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskonntest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah, verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen! Darf ich das ansehen? Bitte. Hab noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Hat er ihr den Kopf rasiert? Guck mal, die Seiten. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet. Oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Sie ist echt nicht gut, auf ihn zu sprechen, so. Aber muss er nicht mal Ritter gewesen sein? Ich meine, guckt euch den fetten Schild an. Und, was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... stink ich so? Nein, es riecht nach Seetang. Na komm. Warte, wir müssen reden. Nicht jetzt, das Meer. Hugo, warte mal kurz. Es ist wichtig. Guckt euch mal den fetten Schild von ihm an. Ich meine, der ist nicht mehr im besten Zustand so. Aber das ist doch ein fetter Ritterschild. Und ihr Vater war ja auch Ritter. Ritter de Rune, falls ihr euch daran noch erinnert. Ich weiß, es ist lange her. Aber Ritter de Rune war mal ein Thing. Sie wollte auch mal Ritter werden. Komm mit, Amicia. Ich muss dir was zeigen. Ich komme doch. Hua! Geld her, das ist dein Überfall. Hua. Du hast ihm aber nicht Leben von deinem Traum kriegst du mich und nie. Allem anderen erzählt. Hugo, komm zurück. Ich will nicht spielen. Und ich rede nicht mit Angsthasen. Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus. Jetzt hat sie aber fast das böse A-Wort gesagt. Guck mal. Amicia, wir sind da. Nice Aussicht. Hugo, du sagst gar nichts. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot. Ich kenne da jemanden. Wen?
Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön. Mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus. Und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Oh, sie ist so richtig piss, Mann. Ich meine, man kann sie nicht verübeln, aber... viel zu hoch. Hey, pass auf! Na gut. Was machen die denn da hinten? Wieso tut er so, als wäre der Daddy von meinem Bruder? Können wir nicht? Aber da würde ich gern baden gehen. Guck mal, wie schön das aussieht. Wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Ich liebe Essen. Same, Ugo. Same. So viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat. Angriff! Angriff! Haha! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Warte, was? Oh, wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, war's. Moment mal, ist das ein Homie von Papa? Das gibt der Sache jetzt aber einen sehr interessanten Twist dann, wenn das so wäre. Ja toll, jetzt muss sie auf zwei Kinder aufpassen. Leider nicht widersprechen, ja. Bist du heimlich ein Homie von Daddy? Erzähl mal. Kennst du Papa? Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Der war toll. Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Was ist da los? Amicia so, nein, der macht nichts. Oh, das ist ein Schinken. Ein Fischschinken. Okay. Vielleicht hat Hugo Hunger. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Ja, vielleicht, wenn das Haus ein bisschen weniger ranzig wäre. Aber so an sich, ja. Ist nicht gut, dass das hier so ist und dass es einen Fluchtweg hat. Das gefällt mir nicht. Salpeter. Machen wir mal mehr davon. Wie sieht's eigentlich mit unseren Skills aus? Ich habe leider Bewusstsein immer noch nicht bekommen. So ein bisschen mehr schleichen, glaube ich. Dabei wollte ich doch jetzt Amicia Rambo Edition spielen. Plague of War und so. Mal gucken. Hey, sieh mal! Sieh mal? Ah. Danach habe ich doch gesucht. Sicher von einem Seevogel. Einer Möwe? Federn. Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier, ich liebe Möwen. Eine Lachmöwe. Diese gesellige, laute Möwe ist gewöhnlicherweise in Scharen an offenen Küsten und Dünen anzutreffen. Sie hat eine große Bedeutung für Seeleute und Schiffbrüchige auf hoher See, denn wer ihren Ruf hört, wird bald Land erblicken und nach Hause zurückkehren. In Volksmärchen symbolisiert sie die mütterliche Bindung. Von einer Möwe zu träumen ist ein Zeichen für einen schmerzhaften Abschied von der Mutter, während das Auffinden einer ihrer Federn Freiheit und Emanzipation von der Familie bedeutet. Ja, schade, was das für Foreshadowing bedeutet. Sehen wir Mama wahrscheinlich, nur noch einmal kurz wieder.
Oder gar nicht mehr. Wir haben ja nicht... Haben wir von Möwen geträumt? Ich glaube nicht, nur von der Insel halt, ne? Und dem Phönix. Der wir Phönix ist sie nicht ganz hier. Eine Möwe. Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Er ist eigentlich voll nett. Zu nett. Okay, noch kann ich mit dem Fisch nichts machen. Aber dass er da ist, beunruhigt mich. Aber vielleicht ist er nur Deko. Das ist ein kluger Mann, der duckt sich, wenn ich meine Schleuder raushole. Okay. Gut. Ach, da wären wir. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ha, sag, wenn du bereit bist. Okay. Ich helf dir, Amicia. Ja, pass auf deine Finger auf. Gut. Weiter so. Hallo. Was? Zurück. Was? Oh nein. Das hatte ich befürchtet. Die mögen dich anscheinend. Mich hast du erwischt. Ihr ja. seid so krank. Ach, komm, na gut. Wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt? Jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir es. Das ging... So, richtig? Nee, so. Sei vorsichtig, ja? Ja. Jetzt muss ich sie auf einmal mit Bedacht verwenden. Wie gehorchen dir wirklich? Wie machst du das bitte? Wo hast du das gelernt? Psst. Das will mich doch mobben, das Spiel. Fertig. Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut kurz. Das heißt, sie müssen das Boot jetzt hier hinbringen, wo das kaputte Boot ist. Das ist ja toll. Wie wir jetzt über die Ratten lachen auf einmal, ja schon, ne? Ist denn der Sound so okay oder ist jetzt doch wieder zu laut? Ich habe das Gefühl, Windows Update hat wieder Sachen verstellt. Anno? Nehmen wir das Boot jetzt mit oder nicht? Sir? Sir? Kann nicht mehr am Bötchen ziehen. Dann schwimmen wir halt. Komm, Hugo. Ich fürchte, Hugo kann nicht schwimmen. Bötchen? Kann das Boot nicht mehr bewegen? Das ist schon wieder so ein Bug. Bitte nicht. Sieht auch ehrlich gesagt nicht so fahrtüchtig aus, das Boot. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt haben wollen. Aber ich kann halt sonst nichts machen. Boot. Boot, Boot, Boot. Sollten wir da rein? Hier geht's zu deinen Schmugglern.
Ja, ist eine Abkürzung. Ach so. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Oh boy. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Aber ich sage ja, das Boot ist nicht seetauglich. Schön, dass wir es nicht verwenden. Ein Bolzen. Oh oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Weißt du, das sind Millionen. Das sind viel weniger als sonst. Sound ist top. Okay, sehr gut. So, dann zünden wir erstmal das hier an. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Ja, jetzt machen wir nämlich, dass es gleich noch ein bisschen doller leuchtet. Das reicht aber immer noch nicht ganz. Ich hab halt nur einen Topf. Wer ist schneller als Lukas? Anscheinend, okay. Er kann Schritt halten. Perfekt. Wie bedrohlich die Musik auf einmal ist. Gut, gut. Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen? Den brauche ich. Dieses Stöckchen? Komm, einfach mit. Vertraue der Amicia, die weiß schon, was sie macht. Meistens. Was Lukas jetzt wohl so treibt. Ja, ich fürchte, der wurde abgetrieben. Aber ich bin echt gespannt, ob wir Mama nochmal wiedersehen. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass vielleicht eher nicht. Wird sie auch nicht vermissen. Klingt hart, aber ganz ehrlich. Mutti hat uns auch nur Kummer gebracht, ne? Soll sich mit Lukas ein schönes Leben machen, dann können die da ihre Alchemie frönen und wir machen auf der Insel unser Ding. So, warte mal. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, wirklich. Okay. Bleib nah bei mir. Wir gehen. Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid. Ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Ich mag diese neue Dynamik. Geschafft. Kinderleicht. Genau das Wort habe ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie, Kurzer. So, wir waren voll böse und er hat versucht, uns umzubringen und alles. Und jetzt ist er so, ne, Mama. Mama, lass meine Hand nicht los. Mama, Amicia. Oh, oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hier bleiben? Oh, how the turns have tabled. Ja, Nico, so richtig happy so. Ja, wir machen das öfter. Das ist unsere Freizeitbeschäftigung. Ich meine, easy for him to say, es sind ja schließlich seine Ratten. Ein Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Wüsste wirklich nicht, warum. Nice. So, dann schieb mal. Mach dich mal nützlich. Nee? Ja, alles muss man selber machen. Na gut, einmal durchatmen und los. Das wird schrecklich, Amicia. Ach Quatsch. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Da wird mir ganz anders. Die machen das aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal.
Also für einen Ritter ist er eine ganz schöne Mimose. Ihr seid also aus Guyenne. Da hat alles angefangen. Ihr... Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Naja, vielleicht nicht genau. Die Hölle, die wir alle ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Lacuna. Wir heilen dich. Das ist Irrsinn. Himmel, dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Meint ihr, dass es riesig ist, Chat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Nester sind noch mal so viel cooler und aggressiver geworden. Ich meine, denk mal zurück an das Labor. Das war ja so das letzte wirklich große Rattennest. Zu Hause. Jetzt schaut euch das hier an. Hier lang, glaube ich. Vorsicht. Oh oh. Das den dicken Mann hält. Der kann bestimmt noch kurz warten. Bist du denn, Arno? Nein, nicht sterben! Ein Stöckchen oder so? Kein Stöckchen. Warte kurz. Ich hab, nimm mal das hier. Ja, schade. Da kann man jetzt nichts machen. Können wir nicht einfach weitergehen? Ich weiß nicht genau, was ich hätte machen sollen. Wenn ich jetzt einen Molotow auf den werfe, dann stirbt er doch auch. Oder? Bin nicht ganz sicher, was das Spiel möchte, dass ich in dem Moment mache. Hier lang, glaube ich. Vorsicht. Ja, ich meine, die Ratten freuen sich. Guck mal, das ist der dickste Schinken, den wir bisher hatten. Da runter. Ja, ich muss auch looten. Ich kann hier ja runter. Aber wir haben nicht mehr viel. Okay, du löst es einfach nicht aus. Ich drücke den Knopf nur zum Spaß. Ob ich zu ihm rüberpeitschen muss? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will es halt auch nicht verschwenden, weil das ist ja unsere Notfallreserve. Aber ich sehe halt nichts, was ich hier irgendwie sonst machen kann. Alles gut? Ist wieder jemand hinter den Tisch gefallen? Muss ich kommen? Hier lang, glaube ich. Vorsicht! Weil ich meine, selbst wenn ich dem meinen Topf hinschmeiße, der hält ja auch nicht ewig. Oh Gott, nein! Ah doch, warte, da brennt was, glaube ich. Warte, warte, lass mich! Da! Ja! Verdammte Scheißsieger! Alles klar? Noch heil? Alles gut. Außer, dass ich hier festsitze und die mich angreifen wie ein Sonntagsbraten. Hugo, wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Oh, er ist gefährlich. Du auch. Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich... Oh, na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Epi-Sungris. Ach ja, da war ja was. Alles gut. Ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, was ist passiert? Das hat einen riesen Schlag getan. Da macht man sich schon mal Sorgen. Mir brauche ich Salpeter auch nur hierfür und habe deswegen einfach das Maximum, glaube ich, davon. So, dann nehmen wir das noch mit. Verwerten die Bolzen, damit ich vielleicht was upgraden kann.
finde es so geil, wie sie ihn einfach zurücklassen würde. So. Sie wird ihn einfach seinem Schicksal überlassen. Ne? Oh nein, mit dem Karton. Das ist hart. Du hast recht. Da ist es wieder. Anon! Ach, endlich! Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu. Gut, ich bin bereit. Wie weit kann der werfen, Alter? Auf dein Zeichen! Perfekt! Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht sei Peter? Okay. Hier, Odorus, versuchen wir es mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus. Das heißt, wir locken die Ratten zu uns. Hier hin. Sicher, dass der Köder etwas taugt. Er hat recht. Der Boden sieht komisch aus. Ja, ich versuche was anderes. Also, ich meine, wir könnten da weitergehen. Das ist ihm also nicht sicher genug. So ist da eigentlich so ein getrenntes Ding, weil er von uns getrennt ist. Ja, ich würde ihn einfach zurücklassen, aber dann weint Ugo. Ich meine, potenziell, wenn ich mehr als einen Topf hätte, würde ich sagen, ich gehe darüber und drehe die Kurbel selber. Aber. Kann ich eigentlich auch mit dem Feuer die Typen verscheuchen? Nicht so richtig, ne? Okay, das klappt so auch nicht. Bist du sicher, dass der Köder etwas taugt? Er hat recht. Der Boden sieht komisch aus. Ja, ich versuche was anderes. Verstanden. Tja, schade, dann müssen wir wohl leider hier lassen. Ach, die Kurbel ist wahrscheinlich hierfür, ne? Sieht aber auch so festgewachsen aus. Bin mir nicht sicher, ob uns das wirklich irgendwas hilft. Er hat recht. Der Boden sieht komisch aus. Ja. Oh, warte. Ist der Boden aus Teer? Na, dann müsste. Den anzünden doch eigentlich. Was bringen. Na, guck mal, der ist so dunkel. Chat? Bin ich noch live? Ja, anscheinend. Cool, mein Chat ist einfach ausgegangen. Nice, Twitch. Nice. Ey, im Moment läuft's bei Twitch aber auch richtig doll, ne? Aber wenn ich dich hier hinlocke, zünde ich dir. Oh, ich will die ja auch nicht verbrennen. Cool, ich hab halt gleich nichts mehr. Sieht komisch aus. Ja, ich versuche was anderes. Na komm. Ab nach oben. Sicher. Das war ziemlich sticky. Das war auch ziemlich knapp, glaube ich. Und ich glaube, das war nicht, was ich machen sollte, denn ich kann es nicht benutzen. Geil. Ich
komme nicht zurück. Ja, weißt du, wie du mir auf den Sack gehst, by the way, mit deinem Rumgeheule? Weißt du, bist du ein Mann oder eine Maus? Können wir darüber mal sprechen? So, kommst du jetzt bitte her? Bist du sicher, dass der Köder etwas taugt? Ich hab's bis zu dir geschafft. Der Boden sieht komisch aus. Ja, ich versuch was anderes. Weißt du, das kann halt einfach legit nicht sein Ernst sein jetzt. Dass ich den ganzen scheiß Weg zu ihm hinlaufe und er so, aber ich hab Angst, ich bin nur ein kleiner Ritter. Oh, wirklich, Junge? Wirklich? Ist das wirklich, was du mir sagen möchtest, was hier gerade passiert? Junge, warum hast du nichts gelernt? Geht er jetzt mit, wenn ich ihn mitnehme wenigstens? Weil ich check leider nicht, was sie sonst wollen, was ich mache. Komm. Danke. Ich musste den jetzt ernsthaft abholen. Ja, weiß nicht, was das war, aber habt ihr die Haut gerettet? Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ich überlasse es dir, Anno. Los geht's. Jetzt musst du dem Grown-Ass-Man den Arsch nachtragen. Du kannst das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Mal sehen. Ich kann es einfach nicht fassen, was hier gerade passiert. Warte, kann ich Teer drauf machen? Das war's nicht. Irgendwie check ich nicht, was das Kapitel von mir will. Das ist super merkwürdig alles. Was passiert, wenn du es fallen lässt? Hey, lass gut sein. Los. Ich meine, wir brauchen es nicht, um rüberzukommen, aber es muss ja irgendeinen Sinn haben. Übernimm du das, Anno. Einverstanden. Weil wenn ich damit interagieren kann, wird es gelb, aber es wird halt nicht gelb, ne? Das Ding ist nur... Also wir kommen notfalls mit der Peitsche hier durch. Weil es geht ja dann da raus, haben wir ja schon gesehen. Wenn ich ihn das jetzt aber festhalten lasse, bleibt er natürlich hier stehen. Dann kriege ich den niemals da raus. Ich werde es ja wohl für irgendwas brauchen. Habt ihr den? Weil es sieht aus, als wäre Thea drauf, aber ich kann es nicht anziehen. Amicia, du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odorus. Ja, und dann? Was ändert das? So wird es nicht gelb, wenn ich das kann? Jetzt habe ich einen Bolzen verschwendet. Kann ich mich eigentlich verarschen? Das ist jetzt wieder ein Bug, oder? Das ist das Schlimme an so Spielen, wo du weißt, dass Dinge verbuggt sind. Ist es jetzt ein Bug, dass es nicht funktioniert, oder bin ich zu blöd? Mysterien über Mysterien. Muss ich das machen, wenn sie noch unten liegt? Aber dann ist es ja auf der anderen Seite. Was war nochmal los? Du kannst aufhören. Los geht's. Weil da sind ja Pfeile schon drin. Okay, und jetzt locken wir sie nach oben. Du bist dran, Anno. Schon dabei.
oder? Lass es! Hä, warum gibt's dann die Kurbel? Was bringt denn dann die Kurbel? Hä? Was zur Hölle ist das? Der Boden ist ganz klebrig. Ach, wirklich? Ist nur Blut von ihrer Beute. Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Keine Angst, ist nicht gefährlich. Mach dir Witze? Die Stiefel verbrenne ich. Ich verbrenne Ach, komm, dich gleich, wenn du nicht aufhörst zu jammern. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja, genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten, habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Merkt man nicht. Aber diese kleinen Scheißer lassen mich wie einen Grünschnabel aussehen. Ja. Jetzt bist du gewappnet. Du bist der Schutzheilige, der Optimist. Sie haben mir neue Bolzen hingelegt. Aber für was war jetzt die Kurbel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Wartet, ich weiß was. Ja? Schieß einen Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Wenn du meinst, plötzlich habe ich auch nur noch einen Ignifer-Bolzen. Ich stelle es nicht in Frage. Kannst du dich umdrehen, wenn ich auf den Schild schießen soll? Soll ich jetzt wegen dir in die Ratten stehen? Das macht er mit Absicht, oder? Ah, das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's! Hey, das Feuer brennt wie die Hölle. Beeilst du dich bitte? Amicia, ich brauche dich hier unten, jetzt! Chat. ich habe das Gefühl, dass nicht ganz, wie das hier laufen sollte. Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg! Ja, Kusch! Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher! Das war's! Hä? Das Feuer ist so heiß, Amicia, ich brenne! Hä? Es wäre halt so richtig toll, wenn das Spiel nicht endlos verbuggt wäre. Ich meine, es hat nicht gebrannt, aber ich dachte mir so, wenn der Dialog sagt, er brennt, wird's schon passen? Ich schätze nicht. Ich wollte jetzt halt nicht alle meine Bolzen an ihm verballern, das tut ihm ja auch weh. Genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schachteln. Guck mal, meine Bolzen. Ich habe ebenso oft in die Augen geblickt, aber diese kleinen Scheißer lassen mich wie einen Grünschnabel aussehen. Ich würde es theoretisch trotzdem begrüßen, wenn, also nur vielleicht, ich weiß, es ist kein AAA-Studio, aber wenn wir vielleicht, bevor wir Spiele releasen, playtesten und nicht Menschen, die das Spiel erwerben, als bezahlte Beta-Tester hernehmen. Ich weiß, das ist jetzt in Mode, aber... Was? Aber dann brennt er! Das ist ihm völlig egal! Na gut, von mir aus. Ich fände das voll cool, wenn wir Spiele einfach auch mal ein bisschen playtesten würden, bevor wir sie releasen. Kann halt nicht in jedem Kapitel so ein Bug sein. Ah, das habe ich gespürt. Gut, so. Sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg. Ja, Kusch. Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weich zurück vor der Macht des Falls! Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle nochmal, ja. Aber mein Arm ist jetzt gut durchgebrannt. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug reingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Das war weird. Weil letztes Mal das Stöckchen... Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. Sollen wir denen mal einen Bericht schreiben? Was wir so alles gefunden haben bisher. Damit sie das mal fixen können. Mach ich gern. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter.
Ich meine, inzwischen wäre es vielleicht echt angebracht. Mal sehen, was ich machen Ja, klipp das mal und schick das Asobo so. Wird für den Wurfarm der Armbrust ein weicheres Material gewählt, kann Amicia deutlich schneller nachladen. Das wäre schön. Kann auch sonst eh nichts anderes machen. Ist halt doof. Ich würde eigentlich gern mehr Sachen tragen können, aber so eine bessere Armbrust, da wir ja jetzt die Killing Route gehen wollen. Das sollte die Sache erleichtern. Aber halt, was ich so gelesen habe, in jedem einzelnen Kapitel ist so ein... Ich meine, es ist kein Game-Breaking-Bug, weil du kannst den Abschnitt neu laden und dann geht es meistens, aber so ein kleiner Fortschrittsbug drin und das sollte halt irgendwie nicht sein, finde ich. Das sollte irgendwie nicht sein. Dann verschiebt das Spiel doch bitte um einen Monat und fix das vorher. Da ist doch keiner böse. Ich hätte das auch im Dezember noch gespielt. Das wäre doch kein Problem gewesen. Kommt doch eh so viel Zeug ist raus. Ist das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteck ist auf der anderen Seite des Boots. Ja? Ja, Sophia, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Das wird sich herausstellen. Na los, noch einmal aufraffen. Wenn sie überhaupt noch lebt. Ich meine, wenn hier überall Ratten rumlaufen. Mir dann nicht so sicher, ob es der Sophia so gut geht. So, aber guck, die gehen nicht ins Wasser. Diese Ratten, also vielleicht, weil es im Licht ist, aber diese Ratten gehen nicht ins Wasser. Das möchte ich nur auch mal festgehalten haben. Hanno, bist du noch da? Okay. Nicht, dass ich jetzt meinen einen Topf verschwende und dann bleibt er da wieder hängen. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Nein. Sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja, eine Heilige? Oh nein. Okay, ein Heuballen und ganz viel Loot. Mal gucken, wie gut der brennt. Na, sonst können wir vielleicht auch das Stöckchen nehmen. Aber idealerweise... ein bisschen Feuerwerk spielen. Irgendjemand redet hier. Ich hoffe, das ist nicht Luca. Oh, oh. Okay. Wir müssen da hoch, oder? Ich glaube schon. Mit der Fackel klettern. Kann ich nicht. Zünden wir lieber das Heu nochmal an. Oh Gott, jetzt laufen nicht in die Ratten, Mädchen. Ich meine, wir haben die Option, also... Was? Sir? Ah nein, ich habe das Falsche genommen. Zu weit gescrollt. Nein. Hoch, schnell, klar. Amicia schmeckt doch gar nicht. Los, hoch da. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Nichts. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten. Sieh dich um. Das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten. Ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Was machen die denn hier? Ich lass den Bolzen mal hier, weil wir gehen jetzt ein paar Typen erschießen.
können wir den, denke ich, gut gebrauchen. Bleib mir vom Leib, klar? Suche nur einen Punkt, von dem aus ich gut schießen kann. Könnt es ja versuchen, aber ihr kriegt mich nicht. So. Wirklich nicht? Sehr ärgerlich. Hi. Okay, okay. Ich dachte, hier wäre genug Licht. Schätze nicht. Großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Shh. Nichts. Danke. Aber kriegst du besser hin? Bleibt unten. Soldaten. Ja, Soldaten. Ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Hier wieder hoch? Ich glaub schon. Mich wird das Loot wieder umbringen. Pass nur auf. Werd wieder zu gierig sein und sterben. So, kann ich den von hier töten? Wenn nicht, wär doof. Kommt mir nicht so nah. Ich zeig dir gern mal, wie ich das mache. Das ist kein Wettbewerb. Nein, aber oh, shit, das noch notwendig einer. Sein. Leider habe ich keinen Bolzen mehr. Der Mistviecher scheint mich zu mögen. Warte mal. Wir können uns ja noch einen Bolzen holen, nicht wahr? Hoch, jetzt! Verstanden. Ich schätze mal, wir sollen ja dann eh unten lang gehen. Dann können wir uns auch die, oh Gott, die Truhe noch holen. Da nach unten wartet ja nur der Tod auf mich, wie wir festgestellt haben. Vielleicht ist das auch ein Rückweg gleich. Weil da unten ist irgendwas, aber wenn ich so nach unten klettere... Ich bin auf Schmugglerjagd. Trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat vor, die Provence zu säubern. So ein Irrsinn. Ja? Okay. So, der Schuss muss jetzt aber sitzen. Okay. Ein Stich hätte mehr Bolzen. Da ist einer drin. Schnell, hoch! Geht klar. Was will ich hier oben? Weiß man nicht, außen rum gehen. Nee. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt? Da unten die Fackel beim Wrack. Da ist es. Gut. Ich hoffe, Sophia ist noch hier. Was? Warum sollte sie weg sein? Oh, sie ist etwas unberechenbar. Nein, nein, sie muss hier sein. Also mir fallen mindestens 5000 gute Gründe ein, warum sie vielleicht nicht mehr da ist. Nein, ich werde mich nicht wieder für Loot umbringen. Jetzt!
verstanden. Ich bin ein großes Mädchen, ich werde mich nicht für Loot umbringen. Das ist es in dem Spiel leider nicht wert. Wir haben bisher noch keinen Loot gefunden, für das es sich zu sterben gelohnt hat. Vorsicht, es geht runter. Ja, ja, wir sind hier. Und wenn sie ein Drache ist, wird schon alles gut. Da hat jemand aber eine lebhafte Fantasie. Das hier ist ein Schiffsfriedhof. Die Steinmauern hier sind ziemlich tückisch. Was haben wir denn hier? Wir denn da? Gut, dann an die Arbeit. Nein. Das sieht mir aber auch jedes Mal. Kann ich die wirklich verwerten? Kann ich meine Ändern Tasche jetzt Sachen. Verbessern? Immer noch nicht. Ich hätte das hier einfach nicht machen sollen. Kann ich das wieder rückgängig machen? Ich glaube, ich kann da dann nicht umskillen. Ja, dann können wir es eigentlich auch verwerten. Das gibt nur ein Stück? Wow, das hat sich echt nicht gelohnt. Ich dachte, das gäbe so mindestens 5 oder so. Ja, gut. Hinterher ist man immer schlauer. Hier entlang? Ja, ein diskreter Weg für diskrete Leute. Wasser. Das Versteck ist gleich da hinten. Nein. Hugo kann doch nicht schwimmen. Schweige denn tauchen. Nein. Ich habe Angst vor den Wellen. Ach, es ist nur ein bisschen mehr Wasser. Siehst du? Sie hat recht. Aber es Hugo, ist bitte. Tief. Ich bin müde. Denk einfach an deine Insel. Können aber wir ihn tragen? Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Ich nehme dich es an der reicht. Hand. Ich trage dich und damit ist Schluss. Danke. Na schön. Gut. Ah, na bitte. Ist dir das hoch genug? Siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und? Hast du noch Angst? Nein. Jetzt weißt du, warum er mich den Wall nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei. Und dein Schild sieht auch wie ein Wall aus. Wie geht's dir da hinten? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Er ist wirklich ein bisschen wie Dewey. Aber ganz ehrlich, das Wasser ging ihr bis zur Hüfte. Also er hatte schon nicht Unrecht damit, sich hier durchtragen zu lassen. Tja, danke, Anu. Ja, danke. Ich meine, guck mal. Also dann auf zum Drachenkopf. Guck mal, wo ihre Hüfte ist und wo sein Kopf anfängt. Der hätte da durchaus absaufen können. Dann gucken wir mal. Ich weiß, du führst gern, aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Nicht stecken bleiben. Ich bin es, verdammt. Lass ihn durch. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt sitzt da Mama, pass auf. Anu. Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Hugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester? Muss noch gezähmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir.
Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönn mir eine Pause. Was soll's? Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Wen sie genau? Übrigens, des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf, dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja, gehen wir. So, du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen. So wie immer. Klingt nach Spaß. So, aber ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, um die kleinen Monstermäuler zu füttern. Und dann schauen wir mal, wie es hier mit dem Hötchen weitergeht.